Herzlich willkommen zu einem neuen Wochenausblicksvideo von mir. Diesmal mit dem hoffentlich passenden Titel, ob es sich um einen kurzen Rücksetzer handelt in den Indizes oder einen kompletten Rugpull. Rugpull bedeutet so viel wie, dass der Stecker gezogen wird. Zu Anfang, wie immer der Risk-Disclaimer, alles, was ich in dem Video sagen werde, ist natürlich lediglich meine Meinung und sollte weder als Kaufs- noch als Verkaufsempfehlung gesehen werden. Zur Agenda, was steht heute auf dem Programm? Wie immer fange ich an mit so ein bisschen Makrothemen, also was die Woche relevant war, was kommende Woche relevant sein wird, aber auch so ein paar allgemeinere Themen und dann im zweiten Part des Videos wieder meine Watchlist für die kommende Woche und so ein bisschen schauen, was war stark, was war nicht so stark, Intermarket-Dinge, beziehungsweise was haben verschiedene Assetklassen gemacht. Ja. Am Anfang der Woche oder am Montag haben wir die Nachricht bekommen aus China, dass es dort einen Emergency Rate Cut, also einen negativen Zinsschritt, wenn man so will, eine Zinssenkung gab, was natürlich immer darauf hinweist, dass die Volkswirtschaft tendenziell gerade nicht so super läuft. Im Endeffekt sind es die Folgen der Zero-Covid-Strategie und eben halt vor allem der Krise am heimischen Immobilienmarkt. Also man sieht, auch China lässt es nicht kalt und dann gab es über die Woche hinweg einige größere Häuser, also Banken, aber auch Ratingagenturen, die oder sowas, der IMF, der International Monetary Fund, die Chinas Wachstumsprognosen für dieses Jahr drastisch gesenkt haben. Und naja, China ist natürlich nicht nur für China selbst relevant, sondern halt auch für die ganze westliche Welt als Nachfrage. Dementsprechend wirkt sich natürlich auch da nicht so positiv aus. Es ist nichts komplett Neues oder komplett Überraschendes, aber halt einfach ein Belastungsfaktor, der uns wohl weiterhin begleiten wird. Ja, dann, was kam an Economic Data? Ehrlich gesagt nicht so viel. Es kam der New York State Manufacturing Index, der misst also die Geschäftsaktivität im Großraum New York, also ist ja ein sehr starker, also wirtschaftlich starker Bereich, und der kam deutlich schwächer als erwartet. Man sieht es mit minus 31,3 versus erwarteten plus 5. Man sieht es hier relativ schön im Chart. Ist natürlich ein ordentlicher Dämpfer. Man muss aber fairerweise sagen, das habe ich jetzt hier in der Präsentation nicht mit dabei. Ein selbiger Index kam aus dem Großraum Philadelphia und der fiel ja besser aus als erwartet. Habe ich jetzt aber hier nicht mit dabei. Aber im Großen und Ganzen, across the board, ist der Trend, was wirtschaftliche Aktivität angeht, weiterhin eher relativ deutlich abwärts gerichtet. Und vor allem halt der Häusermarkt, den habe ich heute auch mal mit dabei. Retail Sales kamen noch die Woche. Wie gesagt, es war nicht sonderlich viel los. Die kamen mehr oder weniger unchanged. Also nicht mehr oder weniger, die kamen unchanged. Sieht man hier mit 0%. Estimate war 0,1, also knapp vorbei. Aber im Summe nichts Wildes. Hab's gerade angesprochen, der Häusermarkt. Der bereitet nicht erst seit gestern Sorgen, aber ist halt immer so ein bisschen ein Leading Indicator für das Thema Rezession oder generell wirtschaftlicher Abschwung, logischerweise. Und man sieht hier relativ schön in dem Chart, ich habe es mal rausgeholt von Charlie Biello, gerade der Tweet, also wo ich gerade die Maus drauf bin, ist relativ interessant, weil der bezieht sich auf die Grafik hier. Housing Starts, also Neubauten sozusagen, hit a 17-Month-Low in July, down 8% year over year. It tends to be a leading indicator for the economy, habe ich gerade angesprochen. Und Recession Signals continue to build. Ja, also quasi neben zum Beispiel der stark invertierten Zinskurve mittlerweile ein weiterer Indikator, oder ja doch, kann man schon sagen, Indikator, der auf eine klare Abkühlung hinweist. Fand ich einfach mal ganz interessant, das auch noch mit reinzunehmen. Dann die Woche, beziehungsweise die kommende Woche. Wir hatten die Woche wieder diverse Notenbanker, wie zum Beispiel James Bullard. Ich habe hier mal ein paar Screenshots mit reingepackt von einem Interview, das er dem Wall Street Journal die Woche gegeben hat. Was er so gesagt hat, im Endeffekt für mich, oder nicht nur für mich, aber hört man da klar raus, dass eben nicht nur er, aber viele andere Notenbanker auch, die gesprochen haben, sich klar gegen diesen Pivot, den Powell beim letzten Zentralbank, dort beim letzten Zinsentscheid am 27. Juli, wenn ich es richtig im Kopf habe, ausgesprochen hat, wo so ein Buch halt relativ dovish war, die Pressekonferenz danach, auf die beziehe ich mich, woraufhin der Markt dann quasi komplett durchgezogen ist, im Prinzip bis jetzt oder bis die Woche. Und man merkt so ein bisschen, dass seitdem probiert wird, hier Damage Control zu betreiben und halt immer wieder darauf eingegangen wird. Also ich kann mal auf ein paar Zitate eingehen. Zum Beispiel, wo sagt er, dass er halt ganz klar zum Beispiel eine 0,75 Basispunkte Hike unterstützt im September, also im nächsten Fed, also im nächsten Zinsentscheid. Bis jetzt, die Fed Fund Futures sind wohl im 50 Basispunkte Hike, 0,5 Basispunkte Hike ausgegangen.
Und halt auch sowas wie it's premature, also es ist amateurhaft zu denken, dass die, also dass die Fed bereits daran denkt, Zinsen wieder zu senken. Also ja, halt, wie gesagt, geht alles in die Richtung, den Pivot wegzureden. Und jetzt, um auf kommende Woche zu sprechen zu kommen oder die Überleitung zu finden. Kommende Woche haben wir die sogenannte Jackson Hole Tagung, die findet jedes Jahr statt. Was ist Jackson Hole? Wer es nicht weiß, ich habe es hier nochmal ja, rausgeschrieben oder halt herausgesucht. Dort werden im Prinzip Zentralbanker von der aus der ganzen Welt zusammenkommen und über ja, Open Discussion of Economic Issues halt einfach über die aktuelle ökonomische Situation global sprechen. Unter anderem wird Jay Powell hier eine Pressekonferenz oder ein größeres Interview geben. Und das ist jetzt meine persönliche Meinung, ich gehe davon aus, dass wir dort nicht nur von Paulsen und eigentlich von jedem Notenbanker, der sprechen wird, quasi weitere Versuche bekommen werden, beziehungsweise einfach an sich ein sehr hawkisches Auftreten bekommen würden. Was heißt das? Hawkisch heißt im Prinzip, dass man weiter sich für eine straffere Geldpolitik aussprechen wird, also keine expansive. Also so wie es jetzt die letzten Wochen schon hatten, aber hier halt nochmal von Powell selbst, was dann ein bisschen mehr Gewicht haben sollte als ja, die ganzen drumherum. Dementsprechend das auf jeden Fall im Auge behalten. Was macht mir da speziell Sorgen oder worauf wirkt sich sowas dann generell negativ aus? Ich habe hier mal einen Chart rausgesucht und zwar von, es ist jetzt von der Woche, ich hoffe, man erkennt es schon einigermaßen. Also dieser ganz normale Candlestick-Chart hier sind die Renditen der 10-jährigen US-Staatsanleihen. Man sieht, die haben eine ja, sehr gute Woche hinter sich gehabt oder hatten eine sehr gute Woche hinter sich. Und in Orange sieht man mal den ARKK, also den Hype an den Katie Woods ARK Innovation ETF, wo primär High-Growth-Werte drin enthalten sind, die in der Regel einen negativ, also negative Free Cashflows haben, dementsprechend auf Fremdkapital angewiesen sind und dementsprechend relativ empfindlich auf die Entwicklung von den Renditen reagieren. Und man sieht, der ARKK, okay, das ist jetzt gegenüber den Dingsbums, aber prinzipiell hat der ARKK vergangene Woche knapp 14% verloren. Das ist ordentlich. Ich gehe auch gleich nochmal auf den Chart in Summe ein. Dementsprechend zeigt dieser Chart hier, ich wollte einfach nochmal zeigen, um quasi zu verdeutlichen, welche Aktien speziell von den Bewegungen in den Treasuries oder halt in den Renditen betroffen sind, nämlich die, die auf Fremdkapital angewiesen sind. Sollte man immer so ein bisschen im Hinterkopf haben. Ja, dann die Überleitung zu den Sektoren. Die Woche, was lief gut, was lief schlecht? Im Prinzip der Trend war relativ eindeutig. Ganz unten sieht man hier den ARKK gerade angesprochen, aber auch der TAN, der XBI, also die ganzen eher Risk-On-Werte, die die Wochen davor die Rallye angeführt haben, haben vergangene Woche doch recht deutlich korrigiert. Was hat sich gut gehalten? So Dinge wie der XLP, der XLU, also Utilities, Consumer Staples, Energy-Bereich hat sich auch recht gut gehalten. Der IAK, das ist der Versicherungs-ETF, also eher Risk-Off-Werte. Auch der XLV, also der Healthcare-Bereich, hat sich sehr gut gehalten. An sich gar nicht, also finde ich es gar nicht so verkehrt in der Hinsicht, dass man halt jetzt einfach so ein bisschen den Favoritenwechsel sieht, weil logischerweise sind viele der Kandidaten, die die Rallye die letzten 3 Wochen angelaufen haben, also aus den Bereichen relativ heiß gelaufen, was nie ein gutes Zeichen ist und was irgendwann immer ein Ende finden wird. Dementsprechend, wenn wir jetzt eine Konsolidierung in den Werten sehen sollten, dafür aber quasi schöne Bewegungen in den eher defensiveren Sektoren sehen sollten, die ja auch zig Aktien, deshalb habe ich gleich die Watchlist drin, haben, wo man gut handeln kann, dann ja, finde ich das persönlich jetzt nicht verwerflich. Ja, ganz kurz noch zu den Earnings. Nächste Woche haben wir tatsächlich einiges auf dem Programm, war mir so gar nicht klar. Wir haben Zoom Video, wir haben Palo Alto. Also Palo Alto, wer es nicht kennt, ist ein relativ relevanter Cybersecurity-Wert. Dann haben wir XPeng, die könnten auch. Dürften auch die meisten kennen. Dann haben wir am Mittwoch, das dürfte das Event of the Week werden mit Nvidia und Salesforce und Snowflake und Autodesk, direkt vier absolute Heavyweights. Wir haben Jinko Solar am Freitag, Peloton, Dollar Tree, Marvell, auch noch ein Semi-Wert, Dell, Affirm, ja, das ist, ja, Affirm, Coty, also echt einiges. Jetzt nicht aus der ersten Reihe, also Nvidia vielleicht aus der ersten Reihe und Salesforce, aber sonst eher zweite, trotzdem meiner Meinung nach sehr interessant und JD, wer China-Werte handelt, auch noch ganz interessant. Und was Economic Data angeht, wie gesagt, das Main Event wird definitiv Jackson Hole werden, aber wir kriegen unter anderem am Freitag dann noch den PCE Core Deflator des University of Michigan Sentiment, was die letzten Wochen immer mal wieder für Furore gesorgt hat. Und ja, sonst, wenn ich das gerade mal kurz
grob drüber gehe, halt, ja, vor allem, okay, wir kriegen noch die Service-PMIs, Dienstleistungs-PMIs, Manufacturing-PMI, der dürfte auch noch ganz interessant werden. Aber sonst, ja. Also wie gesagt, das Main Event wird auf jeden Fall die Jackson Hole Tagung bzw. die PK von Paul, die kommt, wird am Donnerstag sein. Ich kann jetzt aber aus dem Kopf nicht wann, ich werde es aber auf jeden Fall in Discord posten und darauf hinweisen. Ja, so viel dazu. Dann Watchlist habe ich wie immer aktualisiert. Ich werde die auch nochmal in Discord posten. Wenn es genauer interessiert, wenn nicht, kann das Video einfach hier kurz pausieren und das ablesen, weil dann wechsle ich jetzt mal rüber in TradingView und gehe nochmal auf ein paar ja, Intermarkets und sowas ein. Also vielleicht mal als Punkt 1, ne, die Indizes letzte Woche. Diese, ich mache erstmal kurz den Weekly Chart. 4 Wochen Winning Streak, wie wir sie hatten, hat letzte Woche ihr Ende gefunden. Jetzt keine super schlechte Woche, aber man sieht, gerade die letzten Tage waren dann nicht mehr so gut, speziell der Freitag, da ging es ordentlich bergab. Sowohl in der Nasdaq als auch im S&P. Was mich relativ entspannt stimmt, ist, dass der Volatilitätsindex nach wie vor, man sieht, erstens ist er von den Tageshochs freitags deutlich zurückgekommen und Punkt Nummer zwei ist, wir befinden uns weiterhin im Prinzip in einem extrem ja, unkritischen Bereich oder ja doch schon, nämlich um die 21, also an der unteren Kante zwischen der 20er bis 25er Range, die ich persönlich so als Sweet Spot für Swing Trading bezeichne. Dann gerade schon angesprochen eben eine der größten Troublemaker die Woche für Longs, beziehungsweise speziell im High-Growth-Bereich definitiv die Tenures, die Renditen. Man sieht, die haben jetzt länger korrigiert oder konsolidiert, aber jetzt ganz klar so eine neue Base gebildet sind über allen kurzfristigen und auch mittelfristigen Moving Averages, was tendenziell definitive Trendstärke spricht und aktuell spricht vieles dafür, dass wir vielleicht zumindest nochmal die alten Hochs testen. Ein relativ ähnliches Bild bzw. noch extremeres Bild sehen wir im US-Dollar oder im Dollar-Index. Der hat ähnliches Pattern vollzogen, ist aber dem Verlaufshoch deutlich näher. Vielleicht nochmal ganz kurz, warum ist es relevant bzw. warum ist es tendenziell eher schlecht für den Kapital oder für Aktien? Gerade für US-Aktien, naja, relativ einfach, wenn der Dollar so stark an Wert gewinnt, dann haben ausländische oder halt generell mehr Ausländer, die ausländische Unternehmen und sonst was einfach Güter in Dollar erwerben wollen, ein Problem, weil deren Kaufkraft gegenüber dem Dollar natürlich abnimmt. Das heißt, sie können einfach weniger davon erwerben. Und daher, dass 60% der, oder halt vor allem die Big Techs extrem exportabhängig sind, oder der ganze S&P im Endeffekt belastet es. Man hat es vielleicht schon in einem mitbekommen haben, dass man in sehr vielen der letzten Earnings Calls gehört hat, dass man die Guidance anpassen muss aufgrund von Dollarstärke, beziehungsweise dass man sie deshalb cutten muss. Deshalb reporten zum Beispiel auch extrem viele Unternehmen in Constant Currency Basis, was natürlich aber nicht der Wahrheit entspricht. Ja, dann noch der Rohstoffmarkt, der Ölpreis sieht man, der befindet sich nach wie vor in einem relativ soliden Abwärtstrend, hat aber auch jetzt letzte Woche keine oder Lower Lows angetäuscht, die dann aber gehalten. Hier kamen jetzt am Wochenende wieder verstärkt Gerüchte auf, dass der Iran-Nuclear-Deal kurz vor Vollendung stehen soll. Was ist damit gemeint? Naja, dass man eben mit dem Iran ein Abkommen erzielt, sozusagen, dass die aufhören, waffenfähiges Uran anzureichern. Im Gegenzug würde dann aber zum Beispiel die USA wieder anfangen, ihr Öl zu kaufen, was ja bis dato nicht der Fall, also aktuell nicht der Fall ist. Generell die westliche Welt erwirbt meines Wissens kein Öl auch vom Iran. Das würde natürlich den Ölpreis tendenziell eher drücken, weil das Angebot sich erhöhen würde. Aber bisher steht in den Sternen, ob das Ganze tatsächlich passiert. Ich habe es jetzt nur am Wochenende gehört und gelesen, wollte das halt mal kurz dazu sagen. Das könnte nächste Woche noch ein Faktor werden. Neben Öl relevant definitiv Natural Gas, US Natural Gas. Wir sehen, der Chart sieht deutlich bullischer aus, handelt an den Verlaufshochs. Die wurden letzte Woche auch nochmal angetestet, nicht durchbrochen. Prinzipiell spricht aber aktuell rein vom Chart her alles dafür, dass es zeitnah passiert. Dementsprechend auf jeden Fall im Auge behalten. Speziell die Werte, die sehr stark damit korrigieren. Dann zu den Sektoren an sich, ich habe es gerade schon angesprochen, was hat sich geändert? Wie gesagt, ich sortiere hier gerne nach, welche Werte sich über dem Kurzfrist, also über dem 20-Day Moving Average, Exponential Moving Average befinden, um kurzfristige relative Stärke zu filtern. Und man sieht, wie gesagt, der gerade schon angesprochene RKK ist komplett abgerauscht, also jetzt wieder drunter, der XBI ist ebenfalls drunter, der Biotech-Bereich, aber auch der SMH, also Halbleiterwerte, nicht so drastisch allerdings, und auch der Homebuilding-Bereich.
Und Kelbab sowieso als Ukina. Also wir haben generell schon, der Shift wird auch hier nochmal bestätigt von ja, Risk On in Risk Off. Dementsprechend für mich nächste Woche stehen eher die der zweitgenannte Sektor oder die Sektoren im Fokus. Hier meine aktuellen Positionen. Ich bin also ein bisschen, ja, schon eher im defensiven Bereich tätig. Nicht ausschließlich, aber definitiv überwiegend. Ich hatte am Freitag Glück. Ich habe da Occidental gekauft, Occidental Petroleum, und da kam quasi dann relativ zeitnah danach die Meldung, dass Warren Buffett sich über oder sich die Berechtigung gesichert hat, bis zu 50% der Anteile an Occidental von aktuell, ich glaube, 19% zu erwerben über Sekundärmärkte. Das befeuert natürlich die Aktie, weil es Übernahmegerichte durchaus ja, anhetzt. Ja, ansonsten GFS Global Foundries ist eine Foundry, also ein Semi-Wert. Hält sich meiner Meinung nach echt noch ganz gut. Aber der ETF, wie gesagt, an sich angeschlagen. Dementsprechend wird er nächste Woche relativ entscheidend. Und dann hast du Dinge wie Murphy USA, die beschreiben Tanken. Also ist so ein Staples-Wert, wenn man so will. UNH, United Health, ist ganz klar ein Healthcare-Wert, also eher defensiv. Und BAH oder Booz Allen Hamilton. Meines Wissens wird es als Cybersecurity-Wert bezeichnet oder gehandelt, aber man sieht im Prinzip, ist wahrscheinlich ein relativ großes Konglomerat, das nicht ausschließlich in dem Bereich tätig ist, aber auch vom Chart, von der Chart-Konstellation einfach nach wie vor relativ intakt. Einzigste Wert, der unter die Räder gekommen ist letzte Woche, ist CRDO. Das wollte ich so ein bisschen als Simplay zu Clearfield handeln, da die auch im Bereich High-Speed Solutions to Break Bandwidth Barriers, also halt Breitbandausbau, tätig sind. Hat bis jetzt eher semi-gut funktioniert, aber Position ist nach wie vor im Rennen, wird stark davon abhängen, wie der RKK sich kommende Woche verhält. Dann mal noch ein paar Setups konkret. Was finde ich nächste Woche besonders interessant? Wie gesagt, der Öl- und Gasbereich, aber das beinhaltet im Prinzip Energiewerte an sich. Da gehört zum Beispiel auch ein Equipment Provider wie GTLS, Chart Industries, mit dazu. Finde ich als Continuation Setup nach dem Initial Move Pullback Richtung 20 Day relativ interessant für die kommende Woche. Der Kohlebereich, wahrscheinlich einer aktuell auch mit der Bullischsten, gehört natürlich auch der Energy-Gruppe an. AMR, ARCH, Sykes ist hier wahrscheinlich der absolute Leader. Handelt bereits am All-Time-High. Ich finde den Chemical-Bereich persönlich noch relativ interessant. Ich habe mir mal CC rausgesucht, weil ich die vom Chart her mit am interessantesten finde. Hier kam nämlich am Freitag die Meldung, dass einer der größten europäischen Chemiekonzerne aufgrund des niedrigen Wasserstands im Rhein oder der unzureichenden Gaslieferung, ich kann euch jetzt gerade nicht ans Kopf genau sagen, woran es lag, aber auf jeden Fall die Aktivität stark einschränken musste. Wenn hier gespielt wird, ähnlich wie im Kohlebereich, dass es Substitute benötigt, könnte der Sektor profitieren. Dazu gehört der, wie gesagt, zum Energy-Bereich, der aktuell eher relativ gut läuft. Dann habe ich noch einen Newcore auf der Watchlist, der XMI. Klassisches Pullback-Continuation-Setup im Endeffekt. Dann hier noch, ich gehe wieder nicht alles durch, ich gehe so ein bisschen die meiner Meinung nach besten durch. Aus dem Healthcare-Bereich finde ich jetzt eine Thermo Fisher und eine IQV und eine SRTS, alle aus dem, nicht Healthcare, aber IHI, also Medical Devices-Bereich. Sehr vielversprechend, alles Pullback-Setups. Eine Enphase könnte meiner Meinung nach kommende Woche relativ interessant werden. Man sieht, dieser Initial Move wurde jetzt über mehr 2 Wochen mehr oder weniger seitwärts verdaut. Auch hier wird sehr wichtig werden, also wie sich die Aktie jetzt an der unteren Range-Kante verhält. Wie gesagt, der ETF, also der ganze Bereich, hat letzte Woche konsolidiert. Wenn jetzt hier ein kompletter Breakdown folgen sollte, dann wird es wahrscheinlich für die nächste Zeit wieder nichts werden. Aber wenn man jetzt hier weiter Stärke sehen wird, gerade so um den 20-Day, dann bin ich relativ zuversichtlich, dass wir hier nochmal einen Leg higher sehen, vielleicht Richtung 400, 400 ist vielleicht ein bisschen, naja, aggressiv, aber ja, irgendwas in die Richtung. Dann finde ich noch Jack in the Box ganz interessant für die kommende Woche. Das Unternehmen ist im Toys-Bereich, also Spielwaren-Bereich tätig, hat exzellente Zahlen gemeldet, wie man hier sieht. Dann gab es dieses große Gap, dann probiert, also Follow-through, dann probiert, aber es ist nicht so richtig was geworden. Hat jetzt so eine, ja, so eine kleine Base gebildet. Auch hier Continuation der Plan. Ja, aus dem Cybersecurity-Bereich finde ich noch F5 ganz interessant. Die Aktie hat sich deutlich besser gehalten als die meisten Peers. Lediglich Leidos und Qualys konnten da noch einigermaßen mithalten. F5 hatte lange Probleme, sieht man hier im Chart links mit den Zahlen, oder halt, es gab Wachstumssorgen, sagen wir es mal so. Die letzten Zahlen waren jetzt wieder echt relativ gut. Dementsprechend hat sich die Aktie entwickelt.
Und hier gehe ich im Prinzip auch so ein bisschen auf einen Range-Breakout. Wenn der erfolgt, werde ich wahrscheinlich probieren, dort mitzuschwimmen, je nachdem, wie sich der Gesamtmarkt verhält, wie der Bereich an sich unterwegs ist. Dann vielleicht noch als letztes der Halbleiterbereich. Wie gesagt, auch der ist letzte Woche ein bisschen unter die Räder gekommen, aber an sich noch nichts Dramatisches, meiner Meinung nach. Hier finde ich Lattice Semiconductors ganz interessant. Auch hier wieder ein klassisches Continuation Setup nach einem Initial Move, eine Konsolidierung und jetzt halt Follow-Through, je nachdem, was zustande kommt. Im Chip-Zuliefererbereich oder als Supplier habe ich ACLS auf der Watchlist. Ähnliches Setup, deutlich volatiler die Aktie. Aber auch hier der Initial Move wurde jetzt konsolidiert, gegebenenfalls Follow-Through. Dann noch als letzte Aktie eine Aktie aus dem Cloud Software Platforms, das heißt Cloud Software, irgendwas in die Richtung. Auch hier hatten wir extrem starke Earnings. Dann auch im Prinzip wieder similar, also ich glaube, das Pattern ist mittlerweile klar. Der Move wurde dann wieder seitwärts verarbeitet. Wieder so quasi dass der 20-Day, man sagt dann halt Catch-up-Trade, also dass der quasi sich dem ganzen Geschehen wieder angenähert oder annähern konnte. Dementsprechend ist die Aktie nicht mehr so dermaßen heiß gelaufen, überverkauft. Und auch hier, gerade wenn man in Betracht zieht, dass die Aktie als Benchmark den RKK-ETF hat, brutale relative Stärke. Dementsprechend auch hier die Idee, das nächste Leg higher zu sehen. All das wird daran hängen, wie die Märkte an sich nächste Woche handeln, beziehungsweise ob der Druck von Freitag im Prinzip anhält. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass wir so Richtung den 200-Day laufen, beziehungsweise vielleicht diese letzte Konsolidierung nochmal testen. Aber rein fundamental, also ich sag's mal so, mein Verständnis, und das ist nur mein Verständnis, ist ganz wichtig anzumerken, es macht fundamental weder Sinn, dass wir straight back Richtung All-Time-Highs laufen. Auf der anderen Seite macht es meiner Meinung nach aber auch wenig Sinn, dass wir wieder komplett durchrutschen und neue Tiefs testen. Prinzipiell, egal was passiert, wichtig ist, seine Stops einzuhalten. Das ist das Allerwichtigste sowieso und sich halt entsprechend nicht stumpf oder stur gegen den Markt zu stellen, unter dem Motto, dass man mit seiner Meinung richtig liegt, sondern einfach schaut, wo was geht und wenn nichts geht, nichts zu erzwingen. Das wird mein Ansatz bei der ganzen Sache sein. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, der eine oder andere konnte was mitnehmen. Wie gesagt, die Watches an sich, wenn es das interessiert, die werde ich in Discord nochmal posten, wer jetzt hier nicht mitgekommen ist. Alternativ einfach immer das Video pausieren, dann kann man die Ticker ja selbst in Ruhe durchschauen. Ja, dann wünsche ich ein schönes Wochenende. Ah, und noch ein Public Service Announcement. Ich bin ab kommender Woche im Urlaub, also werde ich da wahrscheinlich, also mit relativ großer Sicherheit keine Videos machen, weil ich da auch wahrscheinlich keine Trades machen werde. Dementsprechend wird das für den August und wahrscheinlich auch bis Mitte September das letzte Video von mir sein. Also nicht, dass ihr euch wundert oder so.